Aber bevor ich zu den Konsolen übergehe, habe ich hier drin noch ein paar OVPs von einigen Spielen. So. Und dann habe ich hier zum einen noch ein Sega Mega Drive Portable, den es mal beim Aldi Süd zum Kaufen gab. Ja, ein Mega Drive in Portable davon. Kann man aber Gott sei Dank auch an Fernseher anschließen. Und natürlich sind da ein paar Spiele vorinstalliert. Alles natürlich Sega-Spiele. Echo the Dolphin, Flicky, Golden Axe, Sonic und sowas halt. Kann euch auch zeigen. Moment, Starttaste. Natürlich ein bisschen laut. Egal. Ich könnte jetzt sozusagen Sonic und Knuckles unterwegs spielen. Ist auf jeden Fall schon krass, dass es sowas gibt. Starten wir einfach mal so. Ja, und falls ihr fragt, dieses Ding wurde wirklich so verkauft und wurde sogar von Sega lizenziert. Das Ding. Okay. Ich glaube, es reicht so zum Zeigen. Ja, dann habe ich hier noch ein Sega Game Gear in einer tollen Tasche verpackt. Hey, ja, yeah. Sogar Sega hatte meinen richtigen portablen Teil entwickelt. So sah das ganze Teil aus, wesentlich größer als der Game Boy. Sogar noch ein Spiel drin, wow. Leider hat mein Game Gear das Problem, dass der Bildschirm nicht mehr so funktioniert. Ein paar Spiele habe ich hierfür auch noch. Wie hieß denn? Ah, Lillehammer 94 Winter Olympics, genau. Dann habe ich hier Sonic 2. Und die ist leer. Monster Truck Wars. Wir hatten auch mal ein paar mehr Spiele fürs Game Gear. Das ist das, was halt noch übrig geblieben ist. Ich hoffe, ich kriege den Game Gear irgendwie noch in Gang, weil ich finde, das Ding ist schon cool. Okay, dann gehen wir jetzt wirklich endgültig zu den Konsolen rüber. Ja, hier wäre dann der Bereich, wo ich zocke und so weiter. Hier ein paar Controller, die ich gerade auf dem Tisch liegen habe. Futtersachen, Fernbedienung und so weiter und so fort. Und hier stehen meine Konsolen. Da hätten wir N64 mit Banjo-Kazooie drin, Super Nintendo, das Donkey Kong Country 2 Modul liegt gerade auf dem Schrank. Hier noch ein DVD-Player zwischen. Das NES, die PS2, die Slim PS2 für 99 Euro und den GameCube in Silber. Ja, muss gerade mal gucken, habe ich überhaupt irgendwo noch ein Spiel drin? Na komm. Nein, nix in der PS2. Nö, da drücke ich auch zur Zeit nix. NES ist auch leer. Okay. Und hier haben wir noch die Wii stehen. Ja, wo ich so nebenbei auch ein paar Spiele zocke. Ich überlege gerade, ich könnte euch ja auch noch meine ganzen WiiWare etc. Spiele zeigen, bloß ich glaube, das werde ich nicht machen. Das würde jetzt noch zu lange dauern. Ich glaube, das waren jetzt sowieso schon 3 Videos. Und genau, hier oben. Ganz oben habe ich noch etwas. So. Ja, die Super Mario Bros. Super Show DVDs. Ja, sogar noch frisch versiegelt. Habe ich bisher noch nicht geöffnet. Ja, war eine damalige Serie über Super Mario und so. Und da gibt es auch DVDs von. Mittlerweile. Ja, das wär's soweit, glaube ich. Ja, da oben habe ich halt noch ein paar OVPs auf den Schrank. Sogar noch ein Super Mario Plüsch hier. Ja. Und noch so ganz in der Ecke hier verstaut, 2 Guitar Hero Gitarren. So, für zwischendurch rocken und so. Okay, dann, ja, war es auf jeden Fall meine Sammlung soweit. Ja, habt ihr auf jeden Fall meinen Einblick gehabt.
So, ich habe jetzt doch mal beschlossen, die Wii anzuschmeißen und euch mal zu zeigen, welche Virtual Console Spiele und ich so drauf habe. Ja, zurzeit zocke ich dafür. So, ja. Hatte ich eigentlich ein Match? Wird auch noch gemacht. Jetzt muss ich erstmal warten. Genau. So, fangen wir hier bei den WiiWare-Spielen an. Könnt ihr mal schauen, was ich da so alles drauf habe. Falls ihr das überhaupt alles erkennen könnt durch die Belichtung. So, eine Seite weiter. Ja, beide Mega Man-Teile dürfen natürlich nicht fehlen. Und hier auch ein Spiel, was ich cool finde, Castlevania Rebirth. Ja, sowieso sehr viele Rebirth-Teile und sowieso Remakes bei WiiWare. Dann habe ich hier noch NES, Virtual Console Titel, alle drei Castlevania-Teile. Metroid habe ich gerade dazu bekommen, wo ich Metroid Prime Trilogy geholt habe, habe ich das hier noch gerade dazu bekommen. Super Mario Bros. 2, Lost Levels, Star Tropics, Punch-Out, Buoyancy's Block, Adventures of Lolo, Super Nintendo hatte ich Actraiser, Breath of Fire 2, Secret of Mana, Super Ghouls and Ghosts, Super Mario RPG, Super Metroid, Super Punch-Out, Super Street Fighter 2 und Mystical Ninja. Dann hätte ich hier bei Sega Mega Drive bisher nur Comic Zone, Dynamite Heady und Gunstar Heroes. Und für TurboGrafx Bomberman 93, 94 und Castlevania Rondo of Blood. Und hier hätten wir Paper Mario, Sin and Punishment und Yoshi's Story. Und für Virtual Console Arcade Space Harrier. Das sind soweit alle Spiele, die ich habe. Für, ja, auf meiner SD-Karte, die sich so angesammelt haben. Und ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie sehr sich das Intro, na wohl, ja, ihr könnt es euch ja selber laden und dann sehen. Ist ja erst seit Freitag draußen, Castlevania Rondo of Blood. Also ich kann es euch nur empfehlen, das Spiel zu laden. Ich kann euch sowieso hier sehr viele Spiele, die ich hier drauf habe, echt sehr gut empfehlen. Okay, dann ja, war es das soweit von meiner Wii. Und hier in diesem Regal habe ich noch so Zelda-Manga stehen. Ja, es gibt auch Mangas von Zelda mittlerweile. Ein Stück, ich habe bisher nur vier. Ja, ich habe jetzt gerade mal Majora's Mask rausgesucht. Es gibt schon Ocarina of Time und Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Oracle of Ages, das muss ich mir noch holen. Ja, ist auf jeden Fall schon interessant, so ein Zelda-Manga. So, damit ihr auch mal sehen könnt, wie das von innen aussieht. So, mal einen kleinen Einblick. Auf jeden Fall, diese Zelda-Mangas sind echt schon interessant. Also, so nebenbei wollte ich euch das auch noch gezeigt haben. Okay, na, geh schon rein. Na, will nicht, okay, mache ich später. Ja, wie auch immer. Und zu guter Letzt will ich euch hier noch so ein nettes Poster zeigen von einem Mario Kart 64 Wettbewerb, welches im Jahre 97 mal stattgefunden hat in meiner Heimatstadt. Ja, da gab es mal sowas. Hier steht sogar, was man da noch gewinnen konnte. Erster Preis war ein Original-Rennkart oder 10.000 Mark in bar. Ja, Preise über Preise. Gab es auf jeden Fall viel zu gewinnen. War auch ganz witzig, ich habe auch mal teilgenommen. Ja, ihr wollt aber nicht unbedingt wissen, welchen Platz ich belegt habe. Nein, das wollt ihr nicht wissen. Okay. Das war's dann auch soweit von meiner Sammlung. Ja, Leute, das war dann auch meine Spielesammlung. Na, das war eine große. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, ja, ich bin ein Freak. Also ich habe auf jeden Fall sehr viele Videospiele, aber hat sich halt mit der Zeit angesammelt und ja, ich bin wirklich ein Freak. Ich mag Videospiele. Ja, schon sehr lange, schon als kleines Kind, könnte man sagen. So mit 3, 4 Jahren fing das, obwohl 5 Jahren, fing es auf jeden Fall so ungefähr bei mir an. Und das ist halt alles, was sich so bei mir so angesammelt hat. Okay, ich hoffe, euch hat dieses wahrscheinlich große Special gefallen. Und ich finde es super, also ich werde natürlich weiter Let's Plays aufnehmen, ist ja klar.
Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinen Videos noch. Weiterhin. Werdet mir auch treu bleiben und ja, es werden noch sehr viele Projekte auf euch zukommen. So viel kann ich euch schon mal sagen. Okay, Leute. Dann bedanke ich mich nochmals für die 200 Abonnenten. Und ja, mal schauen, was ich als nächstes noch als Let's Play machen werde. Also Breath of Fire 3 und Kitty Chaos of Myths and Monsters werde ich natürlich noch machen. Und ja, mal schauen, wie das Ganze läuft. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Also bis dahin auf Wiedersehen. DJK of Strikes Back.